Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute dreht es sich um dieses wunderschöne Jaguar XJS Coupé in der V12 Variante. Das wahrscheinlich schönste Coupé, das jemals gebaut worden ist. Die Uhr sagt leider, wir haben nicht so viel Zeit. Wir fahren jetzt los zum Großglockner und dort werde ich dann auch mehr auf die Details eingehen. Absoluter Cold Start. Wie alle Zylinder so langsam kommen. Zum Großglockner wird es eine Zweitagestour. Hier sieht man die Route für den ersten Tag. Wir starten in Augsburg und unser Ziel ist Matrei in Osttirol. Wir haben den V12 laufen lassen und befinden uns schon hier in Innsbruck. Auf unserem Weg mussten wir den Staller Sattel passieren und hier kommen wir an den Lago di Anterselva. Schaut euch bitte mal diese Bilder an. Jetzt geht's den Staller Sattel hoch. Von halb bis drei Viertel kann man hier durchfahren. Das hätte man auch früher wissen können. Unser Timing war wie immer perfekt. Es war 10 vor halb und somit haben wir noch Zeit. Hallo, kann ich mitfahren? Na, sehr gerne. Oh, Dankeschön. Hotel ist erreicht. Hotel Goldried. Ja, jetzt checken wir mal ein. Wir sind jetzt frisch in unserem Zimmer eingetroffen und wir haben hier sogar eine Terrasse. Mit dem unglaublichen Ausblick von hier oben. Also das Hotel ist mit Abstand das größte Gebäude hier in Matrei. Richtig krass. Das alles ist das Hotel, also rechts dieser hellere Teil inklusive dem linken braunen Teil. Das alles ist Hotel Goldried. Ja, das ist typisch Berge. Vor einer Stunde war es hier bewölkt. Es hat geregnet. Du hast ja nichts gesehen. Und jetzt ist die Sonne draußen. Es ist angenehm warm. Ja, und der Himmel ist strahlend blau. Bei bestem Wetter verabschieden wir uns vom Hotel Goldried und machen uns auf den Weg zum Großglockner. So, wir fahren jetzt offiziell durch die Schranke und somit die Großglockner Hochalpenstraße hoch. Wetter ist perfekt, strahlend blauer Himmel, kein Verkehr, mega. Wir kommen von der Südseite über die Großglockner Hochalpenstraße. Unser erstes Ziel ist der Gletscher. Jetzt sind wir hier im Parkhaus und hier hinten ist der Gletscher. Da werden wir jetzt mal runterlatschen. Krass, oder?
Wir haben jetzt entschieden, nicht ganz runter zu gehen, weil wir haben jetzt nichts zu trinken dabei. Wir sind schon fast ganz unten, aber dieses Stück nach da oben, was jetzt so nicht weit ausschaut, war schon echt brutal anstrengend. Man kommt natürlich auch nur super langsam hoch. Man sieht jetzt hier vielleicht die Treppen und man läuft dann so zickzack diese Stufen hoch. Also mir graust schon vor dem Aufstieg. Keine Ahnung. Wieso sind wir eigentlich immer so dumm? Wieso müssen wir so eine Scheiße immer machen? Und dann haben wir es nicht mal bis dahin geschafft. Da wäre ich gerne hingegangen. Eine Runde schwimmen. Aber nein. Jetzt ist gut mit Jammern. Wir befinden uns wieder im Jaguar und erklimmen weiter die Hochalpenstraße. Jetzt geht's dann gleich hier durch den Tunnel durch. Hier oben haben wir nochmal einen kleinen Stop gemacht. Die Aussicht ist hier brutal. Warum riecht's eigentlich so nach Sprit? Wir haben unser Ziel erreicht, wir waren auf der Edelweißspitze oben. Allerdings war es da so windig, dass wir jetzt wieder ein Stück runtergefahren sind, damit man überhaupt irgendwas versteht. Wir haben hier einen Jaguar XJS V12, 5,3 Liter Hubraum mit 295 PS. Das heißt, das ist die HI-Variante mit den geänderten Zylinderköpfen, was bedeutet etwas weniger Verbrauch, um ca. 8 bis 10 Liter. Aber ihr könnt es mir glauben, das Auto verbraucht immer noch ziemlich viel. Bevor diese Reise so starten konnte, waren noch einige Reparaturen nötig. Das Fahrzeug stand eine gewisse Zeit, wurde auch immer in der Halle hin und her rangiert. Und als ich das Fahrzeug zum ersten Mal gesehen habe, war die Wasserpumpe undicht. Das Wasser ist vorne rausgelaufen. Als die Wasserpumpe dann drin war, ist ein bisschen gefummelt, geht aber eigentlich. Haben wir den Motor gestartet und gemerkt, dass der das Gas überhaupt nicht annimmt. Der lief nur auf 8 bis 9 Zylindern. Ich habe dann wirklich lang gesucht, also es hat mich dann echt bis zur Verzweiflung gebracht. Letztendlich waren nur die Zündkerzen kaputt. Ich habe die Zündkerzen natürlich geprüft. Im ausgebauten Zustand haben sie gefunkt, aber im eingebauten Zustand aufgrund von diesem Motor, der eine extrem hohe Kompression hat, sind die Zündfunken dann nicht mehr übergesprungen und somit 12 neue Zündkerzen und der Motor hat wieder geschnurrt, so wie er soll. Bei der ersten Probefahrt hat sich dann leider herausgestellt, dass auch das Fahrwerk matsch ist. Also ich habe euch hier ein paar Bilder, die Querlenker, die Buchsen komplett ausgeschlagen, die Gummis eingerissen, die Aufnahmen oben an den Dämpfern haben sich mehr oder weniger aufgelöst, deswegen hat das Ganze gepoltert. Also da wollte ich eigentlich nicht wirklich weit fahren und deswegen habe ich hier auch neue Teile verbaut. Daraufhin hat das Fahrzeug alle Öle neu bekommen, alle Flüssigkeiten, die Filter wurden alle ersetzt. Bei den Fahrzeugen empfehle ich auch, die Gummis von den Einspritzdüsen zu ersetzen. Da gibt es eine Firma in UK, der heißt Mr. Injector, der verkauft Dichtsätze für die Injektoren. Weil das Problem ist, aufgrund von dem Alter werden diese ganzen Schläuche hier rissig und drohen dann irgendwann natürlich zu reißen. Und es wäre nicht der erste Jaguar, der wegen sowas dann abgebrannt ist. Das Fahrzeug hat eine Klimaanlage, ist aber allerdings nicht aktiv, weil bei dieser Klimaanlage noch das alte R12 verbaut ist. Und wir jetzt nicht auf einen anderen Kompressor mit dem anderen Öl umgerüstet haben. Ansonsten hat das Fahrzeug auch einen Tempomat, auch ziemlich coole Sache. Funktioniert auch mega gut. Und so haben wir gesagt, wir wollen die Fahrt bis zum Großglockner wagen. Wir wollten eigentlich im Sommer schon über den Großglockner fahren, allerdings ist daraus nicht geworden. Das haben wir es uns jetzt vorgenommen und das Fahrzeug ist soweit dann auch fertig geworden. Und ich habe immer wieder überlegt, wirklich mit diesem XJS diese Fahrt zu machen. Hatte aber halt doch meine Bedenken, weil es einfach ein altes Auto ist. Hier kann jederzeit irgendwas kaputt gehen und dann liegen wir und es wäre natürlich die reine Katastrophe, mit so einem Auto hier liegen zu bleiben. Der Urlaub wäre natürlich dann auf den Arsch. Wir waren auf Wellnessurlaub und ich glaube, mit Entspannung ist dann halt nichts mehr. Ich schmeiß den Hobel mal an und hört hier mal, wie wunderschön dieser geile 12-Zylinder läuft.
anderthalb Seiten mache ich. Man merkt eigentlich gar keine Vibrationen. Ich würde sagen, der Münztest ist bestanden, oder? Ich würde sagen, wir machen uns auf den Heimweg. Wir fahren jetzt Richtung Norden wieder runter. Also Zell am See, kommen hier raus, fahren dran auf die Autobahn und direkt Richtung Augsburg. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Macht es gut!